Hallo und willkommen zum Ladyboss Konzept YouTube Channel. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich spreche heute über Inspiration und gebe dir ein paar Tipps an die Hand, wie du zu Inspiration findest und wie du sie auch aufrechterhalten kannst. Genau, dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude. Inspiration ist ja wieder so ein Thema mit vielen Gesichtern. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien und darüber. Und für viele ist es auch was ganz Mysteriöses. Manche sagen, es ist intuitiv, manche sagen, es kommt aus dem Bauch, manche sagen, man kann das nicht erzwingen, andere sagen, es gibt Techniken dafür. Es gibt einfach wahnsinnig viele verschiedene Sichtweisen dazu und auch Vorgehensweisen. Und genau, ich wollte mal über das Thema Inspiration sprechen und wie ich die Erfahrung gemacht habe, wie man Inspiration bekommt und vor allem auch, wie man sie mehr oder weniger dauerhaft aufrechterhalten kann, ja, so wie du sie einfach auch nicht mehr so schnell verlierst. Genau. Und jetzt ist es so, die meisten Menschen, wenn sie eine Idee brauchen oder Ideen brauchen, dann machen die eigentlich genau das Falsche. Vielleicht geht es dir auch so oder vielleicht machst du das auch so. Und zwingen sich dazu und beschäftigen sich nur noch mit der Thematik und setzen sich super unter Druck. Ich muss jetzt unbedingt sofort am besten, beziehungsweise so schnell wie möglich, ja, hier eine Idee finden und das ausarbeiten und das fertig machen. Das muss jetzt unbedingt sein. Und damit machen sie sich oftmals nicht nur unnötigen Stress. Also du setzt dich damit ja dann wahnsinnig unter Druck, ja, wenn du dir selbst auferlegst, ich muss jetzt eine zufriedenstellende Lösung finden und das in kurzer Zeit. Genau, dann setzt du dich wahnsinnig unter Druck und unter Stress auch. Und das ist der Inspirationskiller Number One, ja. Genau, also vor allem, also ja, die meisten Menschen machen einfach genau das Falsche. Sie beschäftigen sich dann nur noch mit der einen Sache und dann kommst du auch in diesen Tunnelblick. Also zum einen ist es dann eben der Druck, den du dir machst, dieser Stress. Also ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie auf körperlicher Ebene was gibt. Ja, wahrscheinlich. Also wenn du dann in so einem Stressmodus bist du wahrscheinlich im Überlebensmodus rein körperlich gesehen und im Überlebensmodus besteht ja keine Notwendigkeit zu guten Ideen. Genau, also das ist eben zum einen der Druck und der Stress und zum anderen ist es eben dieses, wenn ich mich nur noch mit der einen Sache beschäftige, neue Ideen können nicht entstehen, wenn man sich nur mit Altem beschäftigt, ja. Neue Ideen oder Inspiration oder Kreativität besteht ja aus neuen Dingen oder Dingen, die man neu zusammensetzt vielleicht, ja. Genau, und das ist ja dann, genau das kriegst du ja dann nicht. Neue Impulse oder andere Sichtweisen, Perspektivwechsel, irgendwas. Genau das kriegst du ja dann nicht, wenn du eben nur noch daran denkst. Das heißt also, das sind die zwei großen Fehler, die meisten Menschen einfach machen, wenn sie Ideen oder Inspiration brauchen und die dann halt, ja, genau das Gegenteil eigentlich bewirken. Das heißt, was kannst du machen? Also zum einen finde ich es unglaublich wichtig, oder ja, erfahrungsgemäß ist es unglaublich wichtig, dass du so gut du kannst, dafür sorgst, dass es dir gut geht. Das ist wie bei vielem, ja, es wirkt sich einfach auf alles aus. Es ist wahnsinnig wichtig, dass deine Ressourcen quasi gefüllt sind, ja, dein Ressourcenpool gefüllt ist, dass du guckst, dass es dir gut geht, und zwar körperlich wie geistig. Also, dass du gesundes Essen zu dir nimmst, dass du Sport machst, dass du gut schläfst und genug schläfst, dass du auch psychisch, dass du Spaß hast, dass du lachst oder lachen kannst, dass du, weiß ich nicht, mit Freunden oder Familie zusammen bist und dich da einfach geborgen und wohlfühlst sozial, dass du auch neuen Input eben kriegst und Dinge, die dir einfach Freude machen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, dass du Bücher liest oder auch welchen Film anguckst oder so, irgendwas, was dich glücklich macht. Also solche Sachen gehören dazu, oder dass du, keine Ahnung, Rätsel machst oder deinem Hobby nachgehst. So einfach Dinge, die dich geistig erfüllen. Genau. Also wenn du all diese Dinge, dann deine Grundbedürfnisse sozusagen dann erfüllt hast, dann hast du die beste Basis auch für Inspiration und Kreativität. Und dann ist es eben so, genau, also das Körperliche ist auch ganz, ganz wichtig, weil wenn du Sport machst, dann holst du dich so auf diese körperliche Ebene auch so achtsamkeitsmäßig, ja. Also dass du so ganz im Körper bist und den einfach spürst und so. Und dabei schaltest du den Kopf ab, also den bewussten Kopf. Und das ist eigentlich genau das, was du willst. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Dieses ständig dran denken und ich muss jetzt schnell eine Lösung finden, das verhindert dann eben auch wieder, dass dein Unterbewusstsein arbeiten kann. Weil du bewusst einfach ganz drauf fokussiert bist. Was du brauchst für eine neue Idee oder für Kreativität oder für Inspiration ist ein klarer Kopf, ein freier Kopf. Dein Unterbewusstsein muss arbeiten können. Also es ist ganz, ganz oft so, dass du über eine Sache nachdenkst und dann hörst du auf, die Sache nachzudenken, beschäftigst dich wieder mit, keine Ahnung, was ganz anderem
Und irgendwann mal, also dein Unterbewusstsein arbeitet weiter an der Frage, irgendwann mal kommt da was hoch und dann macht es auf einmal zack, da ist es. Und das kennt man ja so, typischerweise ist das dann, sind das dann so Momente unter der Dusche oder nach einem Mittagsschläfchen oder so, wo das dann wirklich hochkommt. Und das ist eben deswegen, so arbeitet das Unterbewusstsein. Es braucht die Kapazität auch, ja, und es braucht einfach die Freiheit und die Klarheit. Ja, also wenn du bewusst an etwas arbeitest, geistig die ganze Zeit, dann hat dein Unterbewusstsein nicht die Kapazität oder eben den Freiraum, um überhaupt dran zu arbeiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deinen Kopf auch mal abschaltest und entweder durch Sport oder eben durch ich weiß nicht, Entspannung, Müßiggang, ich weiß es nicht, oder eben Schlafen, all diese Dinge, dass du da wirklich aktive Pausen oder auch Meditation. Meditation hilft da ganz, 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 ganz doll, den Kopf eben frei zu kriegen und dieses Bewusste loszulassen und das Unterbewusstsein arbeiten zu lassen. Ganz tolle Methode, genau. Und eben diese Momente brauchst du unbedingt oder diese Zeiträume brauchst du unbedingt, damit dein Unterbewusstsein eben an kreativen Lösungen für dich arbeiten kann. Genau. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also Ressourcen oder halt gucken, dass es dir gut geht natürlich und Freiraum fürs Denken, kann man das so sagen. Genau, also auf jeden Fall, genau, ein freier Geist auf jeden Fall. Also das Thema auch mal loslassen. Du kannst dir ganz bewusst die Frage stellen, kannst ganz bewusst sagen, liebes Unterbewusstsein, ich möchte das und das haben. Oder stell die Frage, ich meine, was wäre ein gutes Ergebnis dafür zum Beispiel. Und dann stellst du diese Frage und dann lässt du sie wirklich los. Und der Kopf funktioniert einfach so. Wir sind so programmiert, dass wir immer versuchen, automatisch unterbewusst eine Antwort zu finden. Und das arbeitet dann in dir. Genau. Also das heißt, ganz bewusstes Prokrastinieren, wie man so schön sagt, also bewusstes Aufschieben, wirkt auf jeden Fall Wunder. So, und das nächste ist halt, genau, und bei Kreativität ist es so, wie ich es vorhin gesagt habe, man setzt Dinge, die man gesehen oder gehört hat oder die man kennt, neu zusammen im Idealfall. Und dann hat man eine neue Idee. Also es gibt so gesehen nichts, was wirklich noch nie vorher da war irgendwie. Ja. Und genau, das heißt, du brauchst auch Input. Und dieser Input muss eigentlich gar nichts mit deinem Thema zu tun haben. Das ist das Spannende daran. Also eigentlich ist es, glaube ich, sogar besser, wenn es nichts mit deinem Thema zu tun hat. Also wenn du eine Lösung oder Ideen zu einem bestimmten Thema brauchst und du einfach generell schaust, zusiehst, dass es in deinem Leben immer wieder neuen Input zu allen möglichen Themen gibt. Heißt, du guckst dir spannende Dokus an, heißt, du liest interessante oder hilfreiche Bücher, heißt, du gehst aus dem Haus und siehst neue Dinge, gehst vielleicht, keine Ahnung, ein Museum, eine Kunstausstellung, triffst dich vielleicht mit neuen Leuten oder lernst neue Leute kennen, vielleicht gehst du auf Konferenzen, Seminare, Messen, egal was, ja, also, dass du wirklich einfach generell guckst, dass du immer wieder neue Impulse, immer wieder neuen Input in deinem Leben kriegst. Weil diesen Input kannst du ja dann zusammensetzen später oder kann dein Unterbewusstsein später gut zusammensetzen. Und du kannst zum Beispiel Prinzipien übertragen. Es gibt ja, in der Kunst gibt es das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den goldenen Schnitt kennst, man kennt den goldenen Schnitt aus der Natur. Also man sieht, also auch dieses Schneckenhäuschen und so weiter, und das gibt es ganz viel, diese Proportionen in der Natur. Also man hat einen Schnitt gefunden oder eine Proportion gefunden in der Natur und hat festgestellt, oh, das sieht ja gut aus, und hat das dann aktiv mit in selbstgeschaffene oder menschengeschaffene Kunst einbezogen. Ja? Also die Dinge Natur und menschengeschaffene Kunst haben ja nicht unbedingt was miteinander zu tun, aber man hat Prinzipien übernommen und übertragen, und das ist was Gutes dabei rausgekommen. Und so gibt's da einfach vieles, und gerade in der Werbung kennt man das auch. Man versucht wirklich Dinge zusammenzuführen, aktiv zusammenzuführen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Genau, und da kommen meistens die besten Dinge auch bei raus. Das heißt, guck wirklich auch, dass es Neues gibt in deinem Leben. Ich hatte zum Beispiel die besten Ideen auch immer dann, wenn ich mich auch mit anderen Themen beschäftigt habe, wenn ich einfach generell irgendwas Neues gelernt habe oder ja, und dann kommen einfach gute Ideen, und dann kommt einfach so, ah, das könnte man doch übertragen, das passt doch jetzt auch hier dazu, und oh, guck mal, das ist ja so ähnlich, und ja, genau, also das ist wirklich gut. Ja, und es ist natürlich wichtig, dass du dich da nicht unter Druck setzt. Ja, du kannst Kreativität leben, du kannst Inspiration einigermaßen aufrechterhalten, wenn du alles das beachtest und schaust, dass das alles in deinem Leben gibt, aber du bist keine Maschine, vergiss das bitte nicht, du bist keine Maschine, du musst und kannst nicht immer zu 100% funktionieren. Es gibt immer Ups und Downs, es gibt immer Unterbrechungen. Ja, es gibt immer Zeiten, in denen es nicht so funktioniert, wie du das gern hättest. Das ist einfach so, das ist auch total okay.
einfach fließen lassen, einfach machen lassen. Nicht unter Druck setzen, weil das passiert oder das bewirkt dann nachher das Gegenteil. Und genau. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wichtig ist, die Don'ts sind nicht unter Druck setzen und nicht nur noch mit der einen Sache beschäftigen. Die Do's sind, guck, dass es dir gut geht, guck, dass deine, ja, dass deine Ressourcen da sind, voll sind oder deine, ja, wie soll man das denn nennen, ja, dass dein Ressourcenpool gefüllt ist im Prinzip. Beschäftige dich auch mal mit was anderem, lass es los, mach bewusst Pausen, schieb's bewusst auf, wenn du kannst, und sorg für neuen Input, und zwar unabhängig vom Thema. Genau, und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Nein, klingt doch eigentlich ganz einfach, oder? Es ist auch umsetzbar. Das auf jeden Fall, genau. Das war's für heute von mir zu diesem Thema. Wenn du jemanden kennst, der auch Inspiration braucht und dem dieses Video weiterhelfen könnte, teil's auf jeden Fall gerne. Hinterlass mir auch ein Like und auch einen Kommentar. Lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Und ja, abonniere den Kanal, damit du auch das nächste Video nicht verpasst. Und für mehr Inhalte schau auch auf der Webseite vorbei, ladybosskonzept.de. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und genau, bis dann.